Hi, das hier ist ein ganzer Blumenkohl mit Hackfleisch und Bacon umwickelt. Und wie ihr den macht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für unseren Blumenkohl vom Grill brauchen. Los geht es natürlich mit einem ganzen Blumenkohl. Der ist jetzt nicht mehr roh, sondern den habe ich schon 6 Minuten lang in kochendem Wasser vorgekocht und dann in kaltem Wasser abgeschreckt. Ganz durch ist er also nicht, aber er wurde auf jeden Fall schon mal ein bisschen gekocht, damit er nicht ganz roh ist. Dann braucht ihr 1 Kilo gehacktes Halb und Halb, ein Ei, ein bisschen Paniermehl und weil eben heute auch Kinder mitessen, benutze ich hier von Royal Spice die Kiddies Barbecue Gewürzmischung. Das heißt also eine Gewürzmischung ohne Chili oder dergleichen, damit das also absolut kinderkompatibel ist. Dann brauchen wir noch 200 Gramm Bacon. Das sind die Zutaten. Los geht es jetzt damit, dass das Ei, das Paniermehl und die Gewürzmischung mit dem Hackfleisch vermengt werden. Das Ei, die Gewürzmischung und das Paniermehl sind jetzt in der Schale drin. Von der Gewürzmischung würde ich sagen, so 3 Esslöffel sollten für 1 Kilo gehacktes absolut reichen. Und jetzt Handschuhe an und das Ganze ordentlich durchmengen. So, als nächstes wird jetzt der Blumenkohl mit dem Hackfleisch ummantelt. Das heißt also, ihr nehmt euch von dem Hackfleisch, drückt euch das so ein bisschen platt und verteilt es um den Blumenkohl herum. Sieht das nicht absolut fantastisch aus? So, das ist also jetzt der Blumenkohl mit dem Hackfleisch drumherum. Hier habe ich 200 Gramm Bacon und die werden jetzt auf dem Hackfleisch noch verteilt. Und so schaut das Ganze dann fertig vorbereitet aus. Blumenkohl mit Hackmantel und Bacon oben drumherum. Den Grill heize ich gerade vor, der sollte eine Temperatur von 180 Grad haben. Das dauert noch einen Moment, so lange stelle ich das Ding jetzt noch aus der Sonne. Da wir heute ein paar mehr Leute sind, bereite ich jetzt auch noch einen zweiten vor, aber genau nach der gleichen Rezeptur. Und dann sehen wir uns gleich am Grill wieder. So, der Grill ist jetzt soweit vorgeheizt. Ich mache ihn mal kurz auf. Ihr seht also indirektes Setup wieder, also diese Hitzeschutz. Und da wir eine Menge Bacon verarbeitet haben, auf jeden Fall was zum Unterlegen. Dann kommen die Grillroste drauf. Und der Blumenkohl kann aufgelegt werden. Ich zeige euch hier nochmal, ist das ein Kavenzmann. Und davon haben wir 2. Möglichst über der Tropfschale. Hier ist der 2. Und dann die Haube schließen. Und jetzt für 1 Stunde bei 180 Grad garen. Ich bin gespannt. So, ziemlich genau 1 Stunde später bei 180 Grad ist unser Blumenkohl jetzt fertig und wir werfen mal einen Blick rein. Schaut euch das an. Wie mein Kollege von Red Style Cooking sagen würde, einfach sensationell. Ja, sieht hervorragend aus. Ich nehme jetzt mal einen von den Blumenkohl vom Grill runter, schneide ihn an und dann schauen wir mal. Ihr müsst 2 Heber nehmen. Mit einem wird das eine wackelige Angelegenheit. Den Grill mache ich so lange noch mal zu, der andere darf dann noch ein bisschen. So, ich habe euch mal ein bisschen näher rangeholt und schaut ihn euch an. Sieht absolut fantastisch aus und es riecht unglaublich gut. Und ja, dann würde ich sagen, säbel ich jetzt einfach mal in der Mitte durch. Lässt sich natürlich schneiden wie Butter. Boah, sieht das gut aus. Achtung, ich drehe es euch mal rüber. Tada! So. So schaut das Ganze von innen aus. Blumenkohl mit Hackfleischmantel und Bacon. Der absolute Knaller.
So, und da ist er nun. Unser ganzer Blumenkohl mit Hackfleisch und Bacon. Es riecht fantastisch. Ich gehe jetzt gleich rein essen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, könnt ihr das jetzt hier oben machen. So verpasst ihr keine Folge. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, Barbecue aus Rheinhessen.